Willkommen zu Global Japan. Heute aus Haiti, 8 Jahre nach dem Erdbeben, das die Region um die Hauptstadt Port-au-Prince verwüstete. Bei der Katastrophe in einem der ärmsten Länder der Welt kamen mehr als 300.000 Menschen ums Leben. 1,5 Millionen Haitianer wurden obdachlos. Das Ausmaß der Schäden bewegte die internationale Gemeinschaft dazu, Hilfe zu schicken. Die kam auch aus Japan. Wir berichten aus Léogâne, etwa 30 Kilometer von Port-au-Prince entfernt, wo das Epizentrum des Bebens lag. Die Notfallhilfe aus Japan kam schnell. Man entschloss sich damals, sich vor allem auf die Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung zu konzentrieren, die komplett zerstört worden war. Als erstes wurden an öffentlichen Orten Wasserstellen errichtet, so auch in dieser Schule in Léogâne. Aber die staatliche japanische Entwicklungshilfeorganisation hat ein Projekt ins Leben gerufen, das noch weitergeht. Die Straßen in der Innenstadt wurden erneuert und mit einem Entwässerungssystem ausgestattet. Es wurde ein Wasserturm gebaut. Das Wasser wird vor Ort gefördert und behandelt. Das Wasser, das wir hier verteilen, ist mit Chlor desinfiziert. Man kann einfach zum Hahn gehen und trinken. Das gibt es in den Städten des Landes nur selten. Dank eines neuen Kanalisationsnetzes von etwa 40 Kilometern Länge hat die Bevölkerung direkten Zugang zu Trinkwasser. Uns hier in Léogâne gibt das Hoffnung. Es war nötig, dass die Gemeinden in diesem Land mit den wichtigsten Dingen ausgestattet werden. Dass Haushalte Zugang zu Trinkwasser haben, ist Teil der Grundversorgung. Das findet auch die japanische Entwicklungshilfe. Für den japanischen Botschafter in Port-au-Prince war klar, dass sein Land sich darauf konzentriert, möglichst viele Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Das wichtigste Prinzip bei unserer Zusammenarbeit ist die Sicherheit der Menschen. Jeder sollte eine Grundversorgung bekommen. Das ist die Hauptsache. Nach dem Erdbeben von 2010 kam die Cholera. Durch die Epidemie starben fast 10.000 Menschen. Japan wollte mit einer umfassenden Aktion dagegen angehen und hat UNICEF mit 12 Millionen Dollar unterstützt. Bei der Cholera geht es nicht nur um die Epidemie selbst. Man muss auch an das Wasserproblem, die Abfall- und Abwasserentsorgung, Bildung und Hygiene denken. Sonst funktioniert das nicht. Um die Krankheit auszulöschen, haben UNICEF und die Partnerorganisationen einen Schlachtplan entworfen, der den 16 Gemeinden helfen soll, die am schlimmsten von der Cholera betroffen waren. Dazu gehört Mirbalais. In der Stadt ist die Epidemie 2010 ausgebrochen. Es wurde ein Nothilfesystem entwickelt, das greift, sobald ein Fall bekannt wird. Die Infizierten werden behandelt. Außerdem geben die Helfer Hygienetipps, erklären, dass man sich die Hände waschen oder Wasser desinfizieren sollte. Wir bekommen Medikamente, Seren und Tabletten, um das Wasser zu reinigen und trinkbar zu machen. Dadurch geht die Krankheit zurück. Es ist nicht mehr wie vorher. Die Menschen sterben nicht mehr an der Cholera. Aber es gibt auch langfristigere Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die Betroffenen ihre Hygienegewohnheiten verändern. In Schulen wie dieser gibt es Sanitäranlagen, die von Japan finanziert wurden. Sich die Hände zu waschen, sei mittlerweile für die Kinder zum Reflex geworden, so die Hygienehelferin. Wenn sie auf dem Pausenhof sind und auf die Toilette gehen, waschen sie sich danach die Hände. Die Cholera-Epidemie in Haiti könnte bis zum Ende des Jahres beendet werden, sagt der örtliche UNICEF-Vertreter Mark Vincent. Die Zusammenarbeit mit Japan bezeichnet er als wahren Erfolg. Die Japaner waren einer der ersten Partner im Kampf gegen die Cholera. Das schätzen wir sehr. Sie sind bisher dabei geblieben. Wir sind wirklich stolz darauf, einen so starken Partner zu haben. Trotz der Bemühungen und der Widerstandsfähigkeit der Haitianer ist der Wiederaufbau noch nicht fertig. Japan wird seine Partnerschaften in dem Land also aufrechterhalten. Es gibt mehrere Projekte für den Bau von Schulen und erdbebengeschützten Einrichtungen, wie in Japan. Sichere Orte, an denen sich die Bevölkerung im Fall eines neuen Erdbebens in Schutz bringen könnte. Ich sehe Sie ganz bald wieder bei Global Japan.